Ray Dalio sagt, die Wahrscheinlichkeit für einen Bürgerkrieg in den USA liegt nun bei über 50%. In diesem Video werde ich diesen LinkedIn-Post von Ray Dalio einmal einordnen, kontextualisieren. Ich bin hier gerade spazieren gehen. Ich finde es ganz schön, wenn wir hier ein so ernstes Thema, wir werden dann auch sagen, was das für mein Portfolio bedeutet, ob ich irgendwas umstrukturiere, ob ich jetzt einen Bunker wähle zum Leben und so weiter. Das gebe ich dir gleich alles als Kontext mit. Aber diese Videos, gerade bei so einem Thema will ich die ein bisschen schöner machen. Deswegen hier gerade am Wandern in der Natur. Einfach deswegen, weil ja, unsere Welt ist in vielen Teilen abgefuckt. Ja, es gibt sehr viel, das wir auf den Schirm haben müssen. Wir Investoren reden hier schon seit 2 Jahren, seit 3 Jahren, seit Covid darüber, wie sich die Welt neu gestaltet, und mittlerweile ist es im Mainstream angekommen. Ich lache dann immer, wenn ich irgendwie Lanz, Brecht und so weiter höre, die jetzt über diese Themen anfangen zu philosophieren, schwadronieren, über die wir schon vor 3 Jahren als Investoren gesprochen haben. Aber die Investoren sind halt immer der Zeit voraus. Warum sind die Investoren immer der Zeit voraus? Weil das, was an der Börse heute eingepreist wird, die wirtschaftlichen oder die Entwicklungen immer von 6 Monate und weiter sind. Du kaufst dir nicht eine Aktie, weil du denkst, dass das Unternehmen heute gut läuft, sondern in 6 bis 12 Monaten gut. Wo sind wir gerade? Ich werde dann auch einmal in den Inn hüpfen. Ich gehe jeden Tag Eisbaden. Ich weiß, jetzt hier bei 30 Grad, sagen die Leute, ist ja nicht krass. Ich habe an die Member der Pure Alpha Gruppe auch zum Jahreswechsel ein Video geschickt. Da war es im Dezember richtig kalt. Jetzt ist es wieder angenehm. Also, lass ein Like da. Schau das Video mit doppelter Geschwindigkeit, kriegst du den maximalen Mehrwert in weniger Zeit raus. Was passiert gerade? Es gibt 2, 3 Bücher, die dazu absolute Pflichtlektüre sind. Einmal Ray Dalio, Principles of a Changing World Order, ist alles unten verlinkt. Ich kann jetzt nicht auf das ganze Buch eingehen, aber die wichtigsten Punkte werde ich dir hier einmal kurz skizzieren. Dann The Fourth Turning, Buchbesprechung mit Julian Hosp, ist auch verlinkt. Das war eben vor 3 Jahren oder so, mitten kurz nach Covid. Und ich würde sagen, das sind die 2 wichtigsten Bücher, die beschreiben, in welcher Lage, in welcher Stimmung wir uns gerade befinden, wie die Welt sich gerade neu aufspielt, wie wir immer mehr Konflikt haben, wie wir nicht mehr miteinander reden können. Dann empfehle ich noch Prisoners of Geography. Fangen wir mit Prisoners of Geography an. Übrigens, ich schaue, dass das Video nicht länger als 10, 15 Minuten dauert. Keine Angst, ich weiß, länger ist hier Aufmerksamkeitsspanne nicht. Und ich gehe auch dann darauf ein, was das Ganze fürs Portfolio und für Krypto bedeutet. Krypto könnte davon hart profitieren. Prisoners of Geography, unglaublich geiles Buch. Lass mich in den Kommentaren wissen, ob ihr zu allen 3 Büchern nochmal eine Buchbesprechung haben wollt. Habe ich mega Bock drauf. Prisoners of Geography habe ich auch den Autor schon geschrieben. Der antwortet aber leider, dass er keine Zeit hat. Aber vielleicht, wenn wir mehr Follower vereinen, deswegen Kanal abonnieren, weil dann habe ich mehr Follower, dann kann ich zu solchen Leuten gehen. Übrigens, morgen 17 Uhr Ray Dalio. Wenn du Fragen hast, Formular ist unten verlinkt. Ich habe einen Live-Call mit Ray Dalio. Die Pure Alpha-Mitglieder, alle Pure Alpha-Mitglieder, die das gerade sehen, ihr habt im Discord einen Link, ihr könnt in diesem Video live mit dabei sein und danach eure Fragen stellen. Ich habe das mit Roy Paul geklärt, das ist fein, ihr dürft live mit dabei sein, die Fragen stellen. Ich poste den Link morgen Donnerstag um 17 Uhr. Also Prisoners of Geography, das Einzige, was den Hegemon USA schwächen könnte. Und darum geht es. Das sind 2 Sachen. Entweder ein vereintes Russland mit Europa. Russland und Europa darf sich aus Sicht der USA nicht vereinen. Russische Rohstoffe, europäisches Know-how könnte den USA gefährlich werden. Genau aus diesem Grund sind wir übrigens in der Situation, in der wir sind mit Ukraine-Krieg und so weiter. Denn das ist das Einzige, die US-Agenda seit Zweiten Weltkrieg war, Vereinigung von USA und von Europa und Russland zu untermauern. Gorbatschow hat ganz viele Annäherungen gemacht. Ich will jetzt in dieses Thema nicht eingehen. Prisoners of Geography sagt, die einzige Gefahr für die USA ist ein Bürgerkrieg. Du kannst die USA aufgrund der Geografie nicht einnehmen. Prisoners of Geography beschreibt unglaublich geil, wie die Geografie eigentlich die ganze Welt bestimmt. Du kannst die USA nicht einnehmen. Zusätzlich hat jeder eine Schusswaffe. Die Gefahr der USA ist aber, dass sie
Bürgerkrieg haben. Und da sagt jetzt Ray Dalio, hier eingepostet, 50%, über 50% Wahrscheinlichkeit, dass die USA in einen Bürgerkrieg eintreten, weil, wichtiger Punkt, die Unterschiede stärker und stärker und stärker werden. Man ist sich nicht mehr einig zwischen Republikaner und Demokraten. Zusätzlich, und das ist halt richtig krass, man ist nicht nur nicht so einig, sondern man setzt das Bedürfnis, den Wunsch, den Zwang, gewinnen zu müssen, über die Normen und Regeln, die normal in einer Demokratie, in einer funktionierenden Demokratie gelten. Das heißt, normal hast du, wir reden miteinander. Hayek sagte ja auch, Fortschritt passiert, wenn zwei verschiedene Behauptungen, Argumente, Positionen sich im Kampf miteinander beweisen, also argumentativ die besseren Argumente gewinnen, dann hast du Fortschritt und so alles. Und jetzt ist es so, auf beiden Seiten, das ist der entscheidende Punkt, niemand ist hier besser als der andere. Trump ist nicht besser als Biden, Biden ist nicht besser als Trump. Du greifst den anderen an, sprichst nicht mehr miteinander, gehst nicht mehr argumentativ aufeinander ein. Das sind die Probleme, die wir haben. Sondern du diffamierst den anderen. Das siehst du am Sturm auf das Kapitol von den Trump-Anhängern. Das siehst du aber auch an diesen Journalisten, den er hier zitiert. Und ich seinen Namen vergessen habe, ich blende es gleich ein. Der sagt, dass das Supreme Court korrupt ist. Er diffamiert das Supreme Court, einfach weil es manchmal Ansichten vertritt, die ihm nicht passen. Jetzt gehe ich hier einmal kurz vorbei. Da ist gerade ein Boot vorbeigefahren. Also das heißt, die Institutionen, die Grundpfeiler einer Demokratie werden nicht mehr ernst und wahrgenommen. Er sagt sozusagen, das ist ein riesen Problem, denn egal wer gewinnt, die andere Partei wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht zustimmen. Das heißt, wenn Trump gewinnt, wird er vielleicht, oder das ist das, was eben Ray Dalio postuliert, Biden nicht anerkennen und die Republikaner und seine Anhänger werden den Sieg Bidens nicht anerkennen. Und wenn Biden gewinnt, werden sie den Sieg Trumps nicht anerkennen. Das heißt, die Demokratie funktioniert nicht mehr. Das ist ein Riesenthema. Ich bin auch mit Frau Guerot im Gespräch. Wir werden auch ein YouTube-Video machen, wie du in Europa siehst, wie die ganzen Institutionen in Europa auch zunehmend kaputt gehen. Und dieser Zustand, dass beide Menschen nicht mehr miteinander reden können, beide Parteien nicht mehr argumentativ aufeinander eingehen, nicht mehr zusammenarbeiten mit dem Sinn, das Beste fürs Land zu suchen, sondern nur noch gegeneinander arbeiten, ist ganz, ganz bedeutsam für diese Zeit, in der wir uns befinden. Jetzt kommt the fourth turning. Also wie gesagt, wenn dich ganz genau interessiert, wie du die neue Weltordnung hast und so weiter, dann lass es mich in den Kommentaren wissen, dann mache ich das Video zu diesem Buch. Es hat nur 500 Seiten, das kann ich jetzt hier nicht erklären. Aber die Kurzfassung ist, es gab schon immer verschiedene Hegemonen. Früher waren es die Portugiesen, dann die Spanier, dann die Niederländer, dann die Engländer, jetzt die USA. In der Zukunft könnte es China sein. Und jedes Mal, wenn ein Hegemon schwach geworden ist, also eine Supermacht schwach geworden ist oder schwächer geworden ist, absteigt, ist die andere Supermacht gerade aufgestiegen und hat ihr Momentum genutzt, um dann den Stärkeren herauszufordern. Dann gab es meistens Krieg. Also ich bin jetzt schon am Wasser, ich gehe gleich rein. Dann gab es meistens Krieg. In den meisten Fällen gab es Krieg. In der Vergangenheit war kein Wechsel ohne Krieg. Es gab immer Krieg, wenn der eine Hegemon den anderen abgewechselt hat. Und das ist die Riesengefahr, vor der wir gerade stehen, dass die USA und China in einen Krieg treten werden. Ich sage, das wird nicht passieren, aber anderes Thema. Und jetzt haben wir eben in den USA diese Gefahr, dass die einen Bürgerkrieg haben werden. Es geht gleich weiter. Ich hüpfe jetzt einmal schnell rein. Also ich bin ready für den Kaltwasserfluss. Ich mache das fast jeden Tag, kaltes Wassertraining. Ist einer der Effekte, der einfach mein Energielevel unglaublich krass boostet. Ich sage es auch in den Pure Alpha Updates immer wieder. Es ist unglaublich wichtig, gewisse Routinen durchzuziehen, gesunde Ernährung, gewisse Supplements, eine Stunde Sport pro Tag. Und das kalte Wasser ist für mich einer der fundamentalen Aspekte. Ich jump rein, nehme euch einmal mit und danach geht's weiter. Wie sieht's aus mit dem Fourth Turning und sehen wir jetzt den Bürgerkrieg in den USA und welche Implications hat das aufs Portfolio? Also, ach ja, eine Sache noch. Aufpassen, nicht in die Strömung
an die Orte, wo nichts passieren kann. Also, ich war im kalten Wasser, ich bin wieder fit und ready und das ist genau das. Also jeder, der Kaltwassertraining starten will, ich kann es absolut empfehlen. Man muss ja nicht gleich in den Kaltwasserfluss gehen. Man kann das Ganze kalt duschen starten. Ich dusche nur kalt, auch im Winter. Es gibt bei mir am Morgen keine warme Dusche. Ich dusche nur kalt, auch im Winter. Und das kickt mich am Morgen so aus der Comfort Zone. Dadurch werde ich so krass produktiv am Morgen und bin einfach ready und habe richtig viel Energie. Das gleiche nach dem Sport oder wenn ich einen Berg hochlaufe. Ich laufe immer auf Berge, weil in die Länge laufen ist mir zu langweilig. Und wenn ich einen Berg hochlaufe und danach ins kalte Wasser hüpfe, gerade im Winter, Alter, es ist das geilste Gefühl. Das macht auch Sinn, wissenschaftlich bewiesen, oder? Ich kriege körpereigene Opioide oder Opiate, keine Ahnung, wie die heißen. Und die machen dich glücklich, machen dich schmerzresistent. Es ist einfach mega, mega geil. Also, USA, Bürgerkrieg. USA, China, glaube ich, finden eine Lösung über Taiwan. Man sieht jetzt schon, dass ganz viele dass Taiwan Semiconductors, ne, die Firma TSMC, bauen jetzt schon Werke in Europa, also in Deutschland, in den USA und ich glaube in Japan. Das heißt, ich glaube, der Taiwan-Konflikt wird gelöst. Ich glaube, das läuft eher so, dass man hergeht und sagt, yo, wie bei Hongkong, ne? China kriegt Taiwan über die nächsten 5 bis 10 Jahre. Die USA können es akzeptieren, weil die Chips woanders hergestellt werden. Aber die Gefahr des US-Bürgerkriegs ist eben der entscheidende, weil wir so gespalten sind. Wir sehen diese Spaltung in Europa, wir sehen diese Spaltung in Deutschland. Auch in Deutschland lassen wir keine anderen Meinungen mehr zu. Das große Thema an den anderen Meinungen ist einfach, dass, Alter, wir haben mit dem Trivago-Management einen Aktienfund auf kollektive Intelligenz gegründet. Schau dir dieses Video an, wenn es dich interessiert. Dieses Portfolio hat über 15 Jahre den MSCI World geschlagen, weil wir verschiedene Perspektiven aggregieren. Und das ist die Gefahr, ich muss jetzt kurz über die Straße, wird es wieder laut. Das ist die Gefahr, in der wir uns politisch gerade befinden, dass wir andere Meinungen nicht mehr tolerieren, weil wir andere Meinungen nicht tolerieren. Werden wir immer dümmer und machen eben keinen Fortschritt mehr, weil das, was ich vorher gesagt habe, Fortschritt passiert, wenn sich verschiedene Argumente im Kampf miteinander behaupten und die Besseren gewinnen. Das passiert nicht mehr, weil wir auf die Argumente des Gegenüber nicht mehr eingehen. Wir diffamieren den anderen, wir machen ad hominem, wir gehen auf die Person Trump, wir gehen gar nicht mehr auf die Argumente von Trump ein. Weil der Trump böse ist, gehen wir nicht auf die Argumente ein. Es reicht ja, den Trump als Person zu diffamieren. Das ist die Situation, in der wir uns leider befinden. Das wird jetzt zuspitzen, The Fourth Turning sagt, und das ist so krass, das Buch wurde in den 90ern beschrieben und hat eigentlich diese Krise, in der sich die ganze Welt seit 2008 befindet, vorausgesagt. Das hat mit den Generationen zu tun. Wie gesagt, schaut euch das Video an, da erkläre ich es im Detail, ansonsten mache ich nochmal eine Buchbesprechung. Und das sehen wir jetzt. Die Krise wird eskalieren. Wenn die Krise eskaliert, dann finden wir ein neues Gleichgewicht und dann hast du wieder diese Situation. Yes, was jetzt gerade passiert ist, jeder merkt, die USA werden schwächer. Deswegen wollen jetzt die Chinesen, die Inder, die Iraner, die ganze andere Welt will sich von den USA, die Russen wollen sich von den USA nicht mehr diktieren lassen, wo es lang geht. Deswegen fordern sie jetzt alle zusammen die USA raus. Petrodollar zum Beispiel, eine Dollar muss nicht mehr. Öl muss nicht mehr in Dollar abgerechnet werden. Die Saudis wollen auch nicht mehr die allgemeine Macht der Amis anerkennen und so weiter. Und das wird sich jetzt einmal neu kalibrieren in den nächsten 5 bis 10 Jahre. Das ist ein unglaublich schmerzhafter Prozess. Da sind die Gefahren für Kriege am höchsten. Europa strategisch leider völlig am Ende, weil Europa sich nicht positionieren kann, seine eigenen Interessen nicht
vertreten kann, umso weiter. Und das ist das Riesenthema, in dem wir uns gerade befinden. So, was heißt das jetzt für mein Portfolio? Wird in den USA der Bürgerkrieg ausbrechen? Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Dann glaube ich, dass Krypto eher gut laufen wird. Also ich glaube, dass erstmal Krise heißt erstmal Geld drucken. Ne? Geld drucken heißt Risk Assets hoch. Also ich glaube, dass Krypto davon gut profitieren wird, aber die Conclusio heißt für mich in dieser unsicheren Zeit diversifizieren, ne? Einen kleinen Teil in Krypto geben. Keine Finanzberatung, aber mach halt mal 10%, vielleicht 20%. Nie den Teil in Krypto geben, den du nicht verlieren kannst. Diversifizieren über alle Asset-Klassen. Aber, und das verstehen viele Leute nicht, diversifizieren heißt auch, in den richtigen Communities zu sein. Diversifizieren heißt zu lernen, heißt sich mit den Menschen zu umgeben, die die Trends verstehen. Denn Krise heißt Chance. Diese europäische und weltweite Krise, die wir sehen, ist eine Riesenchance für die Leute, die die Geschichtsbücher gelesen haben, verstehen, wie das Ganze funktioniert und sich dementsprechend vorbereitet haben. Also, zum Beispiel morgen im Call mit Roy Paul. Roy Paul ist einer der wenigen, der meiner Meinung nach verstanden hat, was hier passiert. Deswegen die richtigen Measurements trifft. Und die wenigen Menschen werden die Krise überwintern. Man muss maximale Flexibilität haben. Das heißt, nicht von einem Arbeitgeber abhängen, mobil sein. Deswegen habe ich zum Beispiel keine Immobilien, weil ich eben dann immer dahin reisen kann, wo es gerade gut läuft. Es wird immer kleine Enklaven geben, wie die Schweiz in der Vergangenheit. Ob die Schweiz das weiterhin ist, weiß ich nicht. Wie vielleicht Georgien, also, oder vielleicht im Süden Südamerikas. Ich weiß es nicht. Es wird immer Orte geben, die sich aus den Machtspielchen und Neuanpassungen der Großmächte raushalten. Und weil die sich raushalten können, wird es bei denen richtig gut laufen. Und diese Orte heißt es dann zu finden, zum Überwintern in den richtigen Communities zu sein. Mit der Pure Alpha Gruppe habe ich ja selbst gerade eine gestartet. Ich werde da noch viel mehr Input geben, nicht nur zum Thema Investieren, sondern auch zum Thema Geld verdienen, Sales-Experten einladen und so weiter. Jetzt kommen wir hier nochmal einmal Blick auf die Berge. Berge ist einfach brachial geil, ich liebe Berge. Und da treut sich dann leider der Spreu vom Weizen, aber dann, und das ist das Schöne, die Chinesen haben die schönste Metapher dazu, die Chinesen sprechen vom Niedergang und der Blüte. Und wenn du in der Blüte bist, dann bist du, ja, ich bin jetzt in der Blüte, aber dann weißt du, der Zerfall hat bereits begonnen, denn jetzt geht's nach unten. Und wenn du ganz unten bist, dann weißt du, es ist gerade ganz, ganz schlimm, aber du weißt auch, der Wechsel, der Turning Point, dass es wieder hochgeht, wird immer näher. Deswegen wäre ich jetzt auch nicht pessimistisch, aber ich kann nur jedem empfehlen, diese Flexibilität beizubehalten, denn diese Spannungen akkumulieren sich, entladen sich. Wenn sie sich entladen haben, dann geht es weiter. Ich hoffe, dass es keine Weltkriege geben wird, aber Krieg war leider immer eine Art, wie sich, oh verdammt, Krieg war leider immer eine Art, wie sich Spannungen entladen haben. Und das war's mit diesem Video. Ich freue mich über dein Feedback. Lass auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob du mehr Videos dieser Art haben willst. Einfach mal spazieren, meine Gedanken freien Lauf geben. Und wenn du nur Videos aus dem Studio haben willst, wo du sagst, ganz schönes Haus hier, ne? Wo du sagst, ganz klarer Content, keine Zeit für Gedanken, richtig durchgetaktet, lass es mich auch wissen. Ich freue mich mega aufs Video mit Roy Paul morgen. Und ich freue mich auf eure Fragen und ich bin jetzt raus.